Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir waren für euch auf dem Microsoft Touchpoint in Wien und haben uns vorab die neuen Lumia 950 Flaggschiffe angeschaut. In diesem Video zeige ich euch ganz kurz das Continuum-Feature mit dem Lumia 950, also dem kleineren Modell, welches wir hier über das Display-Dock mit Display, Maus und Tastatur verbunden haben. Also, wie funktioniert das Ganze? Ihr schließt das Smartphone einfach an das Dock mittels USB-Typ-C zu USB-Typ-A Kabel an. Und an das Dock könnt ihr praktisch anschließen, was ihr wollt. Display, Fernseher, Tastatur oder Maus, ganz egal. Am Desktop könnt ihr dann sämtliche Apps von eurem Smartphone hochskaliert aufmachen, sofern diese natürlich eine Universal App sind. So könnt ihr beispielsweise die Kamera öffnen, am Smartphone bedienen und den Output auf beiden Geräten betrachten. Das Interface, das am Monitor angezeigt wird, erinnert durchaus um Windows 10. Exakt dasselbe ist es allerdings nicht. Ruft man das Startmenü auf, merkt man recht schnell, dass hier die Lifetiles vom Smartphone angezeigt werden. Jede Universal App, die ihr am Smartphone habt, ist daher auch am Desktop verwendbar, sei es Office oder gar die SMS-App. Jetzt stellt sich natürlich für viele Nutzer die Frage, brauche ich das überhaupt? Eigentlich würde ich darauf sagen, nein. Denn wer 700 Euro für sein Smartphone ausgibt, bekommt für dieselbe Summe nochmal ein sehr solides Notebook, Tablet oder ein Desktop-PC. Bei Unternehmen sieht das wiederum ganz anders aus. Denn dort bietet das Continuum-Feature die ideale Brücke zwischen Arbeitstelefon und PC. Eine Firma, die auf Universal Apps setzt, kann seine Mitarbeiter mit dem Gerät ausrüsten und benötigt dann am Arbeitsplatz nicht noch einen weiteren Rechner, sondern lediglich ein Display. Da man das Continuum-Feature allerdings beim Kauf eines Lumia 950 XL in Deutschland ohnehin kostenlos dazu bekommt, muss man als Käufer des größeren Geräts auch gar nicht drüber nachdenken. So, das war's auch schon wieder von mir und dem Continuum-Feature auf dem Lumia 950. Hoffe, das hat euch gefallen. Ich danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!